Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brillibaut. In der letzten Folge ist das Spiel einfach gecrashed. Keine Ahnung warum. Es gab keinerlei Anzeichen für eine solche Tat dieses PCs. Naja, ich hoffe, dass es jetzt wieder klappt. Ich habe keine Ahnung, ich habe meine Grafikkarten Treiber vorsichtshalber installiert. Ich weiß halt nicht, woran es lag. Aber okay, die Zeit läuft. Wir sind also wieder dran. In der letzten Folge haben wir hier unsere kleine Energiestraße gebaut, die uns von EU nach RF alles bieten kann. Wir können hier mal reingucken. Der ist jetzt voll geladen. Der hat jetzt wieder 160.000 RF hier drin und 40.000 EU. Da seht ihr auch die Umrechnungsrate. Die ist nämlich dann 1:4. Gut. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich ein Kabel rausführen und beide erstmal da hinten hin leiten. Ich hatte euch das wahrscheinlich schon mal gesagt, dass EU, je länger das Kabel wird. Ach scheiße, das hier ist ja komplett blöd. Dass EU, je länger das Kabel wird, abnimmt an halt an EU, also an Kraft. Das ist scheiße. Deswegen müssen wir unbedingt sehen, dass wir irgendwie irgendwann schnellstmöglich Diamantenkabel hier, also Glasfaserkabel hier ranklatschen. So ist besser, hier können wir nämlich dann zumachen. Hier ranklatschen. Naja, okay. So, jetzt würde ich sagen, hier ziehen wir jetzt erstmal ein Kabel nach da drüben, aber das darf natürlich nicht auf der Höhe sein. Hier gibt es ja den Durchgang. Wo machen wir das denn? Hier müssen wir auch aufpassen. Wegen den. Was ist das denn? Ach so, das ist das Wegführ, das Wegführelement. Nicht sicher. Gar nicht sicher, wie wir das am besten machen. Am besten, ja, hier müssen wir auch aufpassen. Uran. Ja gut, hier können wir aber lang, theoretisch. Wir müssen halt nur nachher sehen. Wir müssen ja auch noch. Wir müssen dann eins tiefer. Wir müssen ja auch noch die anderen Kabel hier irgendwie durchziehen. Ob wir die dann von der anderen Seite herführen oder nicht. Ist dann die Frage. So, hier ist das alte Treppenhaus und hier ist nämlich schon das neue Treppenhaus. Das heißt, hier sollten wir schon rein. So. Mal gucken. So, hier sind die Kabel. Das geht nach oben. So. Ich weiß halt nicht, ob Tin-Kabel dann zum Beispiel besser wären als Copper-Kabel. Das ist mir nicht bewusst. Das weiß ich einfach nicht. Von daher, steht das dabei? Wenn wir mal hingehen, Tin Cable, 32 EU per Tick. Und Copper ist doch das gleiche, oder nicht? Na. Hier. Ach nee, 128. Also sind die sogar noch besser, die Kupferkabel. Wovon wir natürlich jetzt erstmal keine mehr haben. Da brauche ich das Ding. Ich brauche das Ding. Hier, was brauchten wir dafür noch? Haben wir da die Dinger noch? Hier, die Klemme da und der Hammer. Wie war denn das? Hammer, ach, Hammer. Okay, den Hammer haben wir noch und die Klemme. Wie heißen die? Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Da, die Klemme, der Cutter. Kann ich die nur so cutten oder brauchen wir den Hammer auch? Nicht sicher. Kann ich hieraus direkt Kabel machen? Ich glaube nicht. Nee. Ne, dann müssen wir die erstmal hammern. So, brauchen wir jetzt auch nur ein paar. Bis wir die Dinger wieder anschließen können. So,
13, scheiße, ich glaube, das reicht. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch so einen neuen Hammer bauen, oder noch? Und ich glaube, Rubber brauchen wir jetzt auch wieder ein neues. Rubber, ja. Das sieht nicht gut aus. Die können wir schon mal requesten. Haben wir unsere Hatchet? Haben wir die Lumber-Eggs hier reingeworfen? Bitte, wo ist denn die? Ah ja, da ist sie. Sehr schön. Dann mal her damit. Ja, da müssen wir noch ganz viele hier Leadstone Energy Conduits bauen, die wir dann wahrscheinlich später auch austauschen müssen, weil die ja nur 80 RF pro Sekunde raustickern lassen. Da gibt's ja dann auch bessere. So, gucken wir mal. Zack. Zack. Jetzt bleiben wahrscheinlich ja Blätter in meinem Haus kleben. Das kann ich ja nicht leiden. So, zum Glück haben wir ja einiges an Robertries gepflanzt. Das ist Oak. So. Okay, dann mal gerade ein paar Neupflanzen. Rubber Saplings. Seht ihr, hier geht's schon wieder los. Wo ist meine Hatchet? Das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt gar nicht. So. Ja, es gibt auch, habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, automatische Baumfarmen. Aber da müssen wir erstmal. Oh, da hinten, da ist ein richtig großer Aura-Node. Da. Oder ist es was Böses? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So, das reicht erstmal. Warte mal. Hier können wir bald ernten. Jetzt ist mein Inventar gerade voll. Ich würde es ja gerne jetzt machen, aber jetzt geht's gerade nicht. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Angelegenheit da unten. So. Das können wir erstmal wegschmeißen. So, das Rubber. Das ist ja richtig viel Rubber. Das kann erstmal rein. Hier haben wir noch die Hölzlein. So. Das kann auch erstmal rein. Pulverized Iron. Die lasse ich mal gerade im Inventar. Den LV-Consumer lassen wir mal weg. Pulverizer, Metallformer. Goldkabel. Was? Scheiße. Zu schnell. Zu schnell. So, dann sollte jetzt da hinten Rubber gebrannt werden. Jawohl. Okay. Das hier machen wir erstmal weg. Das sieht blöd aus. Hier kann man da auch noch was drum bauen. Klar. Ja. Wie wir das hier aufbauen, weiß ich noch nicht. Machen wir nur EU-Maschinen an eine Seite und an die Seite machen wir RF-Maschinen und dann gibt es noch MJ-Maschinen oder machen wir einzelne Räume. Ha, das ist ja alles. Ha, ist ja alles schwierig zu entscheiden. Eigentlich könnten wir die ganze Linie für Maschinen benutzen. Das heißt, wir messen das nachher mal aus. Können wir eigentlich jetzt gerade machen, während das Rubber durchläuft. Und dann machen wir einfach drei Areale. Warte mal, hier haben wir 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4. So könnte man das ja machen. Oder sollte ich noch größer machen? Aber eigentlich sollte so ein 4x4 Raum reichen, oder? Warte mal, so, oder machen wir hier? Quasi machen wir hier EU, hier kommt RF und hier kommt MJ. Kann auch sein, dass ich mich hier total vertue und man das überhaupt nicht so braucht. Ja, aber wer weiß es schon. Kann es ja trotzdem erstmal machen. Kann man immer wieder umbauen.
Oder etwa nicht? Ich glaube schon. So, Rubber. Rubber. Da sind doch schon wieder einige Rubber-Bubber-Bars. Sehr schön. Ja, da müssen wir uns gleich wahrscheinlich erstmal einen neuen Hammer noch bauen. Ich glaube nicht, dass die 13 reichen. So, so und so. Dann verkabeln wir die schon mal. Ich weiß auch gar nicht mehr, was dann wirklich jetzt hier noch ankommt. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Okay. Kann ich auch nicht ändern. Vor allen Dingen, weil es ja auch noch gesplittet wird. Da kommt ja auch noch einiges nach oben zu dem Umwandler. Da weiß ich gar nicht, wie genau das gesplittet wird. Und dann geht auch noch einiges natürlich zu den Maschinen. So, reicht nicht. Ist natürlich alles zu bedenken. Aber wie gesagt, wir brauchen sowieso demnächst viel mehr Öfen. Sind die denn gerade am Produzieren? Bin mir da jetzt nicht so sicher, weil was... Gut, da hinten wird vielleicht noch ein bisschen was verbraucht. Ja, die sind noch dran. Aber theoretisch sollte er danach aufhören zu produzieren. Und Lava zu verbrauchen. Nicht sicher. So. Ja, brauchen wir halt unbedingt mal so safe, so Batterien, so große. Weiß gerade nicht, MFSU oder MFU oder wie die Dinger heißen. Brauchen wir halt auch unbedingt, um hier mal ein bisschen Energie zu saven auch. Damit wir da nicht irgendwie mal plötzlich komplett aus dem Ruder laufen. Ja. Dann müssen wir uns gerade mal so einen Hammer bauen. Gerade mal einen Hammer. Hammer. Der. Forge Hammer. 5 Iron Ingots, das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch hin. Und zweimal. Habe ich gerade Sticks im Inventar? Ja. Gut. So, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. So. Iron, so, ne? Und zweimal Stick. Zack, zack. Dann machen wir ein paar Platten. Ich glaube, 10 werden langen. Und aus den Platten machen wir Kabel. Und aus den Kabeln machen wir isolierte Kabeln. So, das sollte doch erst einmal reichen. So, der soll hier ankommen. So, gucken wir mal. Da. Da soll er hier. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch an Energie dann gleich, ich jetzt hier nicht mehr raus, ne, gleich überbleibt. Das dürfte nicht allzu viel sein. So. Okay, dann können wir hier schon mal den ersten Metallformer wieder hinklatschen. Zack. Kriegt der Energie? Ja. Aber das liegt auch momentan einfach daran, dass momentan da nichts gebraucht wird und da oben auch nicht. Gut. Dann müssen wir gerade mal, was hatten wir denn hier? Hatten wir das Zeug schon requested? Ja, Tin und Copper. Andersrum, wahrscheinlich. Wie war denn jetzt nochmal? Tin und Copper war doch Bronze, oder nicht? Tin. Copper. Jetzt dämlich? Tin und Copper. War doch Tin und Copper, oder nicht? Silber und Copper? Nein, das war Tin. Tin und Copper. Könnt ihr mich doch jetzt hier nicht verarschen? Wollt ihr mich... Hä? Leute, was war denn da? Jetzt mal ernsthaft, das ging doch so. Och nö, wie war denn das jetzt nochmal? Das stand auch hier nirgends, ne? Bronze.
Da ist der Timer zum Glück abgelaufen, dann kann ich nachgucken für die nächste Folge. Aber das war doch so. Also jetzt bin ich dann aber schon doch eher baff. Babaff. Was ist das denn? Bronzedust. Copper. Tin. Mach ich einen Bronzedust raus? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Aber. Bitte, bitte. Okay, ich guck nochmal nach, aber ich meine, das war doch so gewesen. Aber vielleicht hat sich ja irgendwas verändert. Gut, der Timer hat gebimmelt. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Brilli baut. Ich bin froh, dass das Game diesmal gelaufen ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.